Im Rahmen des Projektes Eigene Spuren suchen, gefördert durch das Bundesministerium für Inneres, Bau und Heimat, entstand das Buch Der Pascha von Magdeburg. Schon zur Leipziger Buchmesse Ende März 2019 stellten die Akteure rund um die Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt, LKJ e.V., erste Ergebnisse vor. Im Oktober 2019 erschien das Buch Der Pascha von Magdeburg, der Orient in Mitteldeutschland. Über 33 Autoren, Illustratoren, Jugendliche und Musiker waren beteiligt. Zahlreiche Geschichten stellen die kulturelle Vielfalt auf dem Gebiet des heutigen Sachsen-Anhalt vor. So kam der erste deutsche Imam der Moschee in Berlin-Wilmersdorf aus Hötensleben, Herbert Hobohm. Der Junge war gerade mal 13 Jahre jung, aber seine Entscheidung stand fest. Er wollte zum Islam konvertieren. In Deutschland schrieb man das Jahr 1939. Der Zweite Weltkrieg zeichnete sich am Horizont ab. Nicht die beste Zeit für solche Ideen, aber Herbert Hobohm blieb fest und bekam im Übertritt zum Islam die Namen Mohammed Arman hinzu. Im Krieg diente er bei der Kriegsmarine. Zuvor hatte er sich schon dafür eingesetzt, deutsche Muslime zu vernetzen. Der Krieg ließ jedoch keinen weiteren Kontakt Oswald zu, denn die wenigen Muslime deutscher Nationalität, die es in Nazi-Deutschland gab, wurden zur Wehrmacht eingezogen oder verloren sich in den Wirren des Krieges. Nach dem Krieg verschlug es Hobohm nach London, wo er Islamstudien betrieb. Zurück in Berlin wurde er 1949 für 4 Jahre erster deutscher Imam in der Wilmersdorfer Moschee, die verfallene Holzmoschee bei Zossen-Wünschdorf ersetzt hatte. Nach seiner Tätigkeit als Imam gab er die Zeitschrift Orientpost heraus. Diese finanzierte sich über Spenden und Annoncen. Als Nachrichtenservice sollte sie Kontakte in die gesamte muslimische Welt anbahnen. Sie musste jedoch eingestellt werden, da das Werbeaufkommen zu gering war und die Kosten sich nicht deckten. Zurückblickend schätzte Hobohm seine Berliner Zeit als unbefriedigend ein. Denn obwohl das Interesse am Islam hoch und seine Arbeit sehr geschätzt wurde, hatte er die Möglichkeiten, seine Mission voranzutreiben, nur unzureichend genutzt. Denn in den 1950er Jahren seien Islamfeindlichkeit und Türkenhass noch unbekannte Phänomene gewesen. Doch innerislamische Zwistigkeiten verhinderten das erfolgreiche Wirken und Werben für den friedlichen, liberalen Islam der Berliner Muslime. Nach 1956 trat er in den deutschen Auswärtigen Dienst ein und war als Kultur- und Wirtschaftsattaché an den deutschen Botschaften tätig. Zudem war er bis 1965 Vizepräsident der World Assembly of Muslim Youth und Berater des Islamischen Weltkongresses. Für seinen interreligiösen Dialog erhielt er das Bundesverdienstkreuz am Bande, war Ehrenmitglied der deutschen Sektion des Islamischen Weltkongresses und der deutschen Muslimliga e.V., zu deren Gründungsmitgliedern er zählte. Vom 10. Jahrhundert bis zur Gegenwart lässt das Buch den Leser durch die Zeit reisen. Alle 45 Artikel sind ausführlich in deutscher Sprache erzählt, sowie umfangreich bebildert und farbig illustriert. Eine Zusammenfassung in 4 weiteren Sprachen folgt jeweils auf einer Doppelseite. Aber auch Kurioses ist zu lesen. 5 Tage lang König von Albanien. Das war Otto Witte aus Magdeburg, oder nicht? Otto Witte wurde als Sohn von Schaustellern am 16. Oktober 1872 im Bördedörfchen Diesdorf geboren. Heute ist es ein Stadtteil von Magdeburg. Da seine Eltern mit dem Zirkus unterwegs waren, verbrachte er seine ersten Lebensjahre in Berlin-Pankow bei seiner Großmutter. Mit 8 Jahren bereits sorgte er für Aufsehen mit einer wilden Tiger-Dressurnummer, denn er verdingte sich damit bereits beim Zirkus, lernte Zaubern, Jonglieren und verzückte mit Clownerie. Schließlich versuchte er sich auch als Wahrsager und schilderte denen, die es hören wollten, ihre Zukunft. Zum Lesen und Schreiben lernen kam Witte laut Überlieferung nie. Aber seine Fantasie wurde beflügelt und er lernte wahrscheinlich seit früher Kindheit, wie Menschen begeistert, aber auch manipuliert werden können. Otto Witte zog in die ganze Welt. Der sich als Globetrotter begreifende Witte hatte vor allem von allen bereisten Flecken der Erde abenteuerliche Geschichten im Gepäck. Fraglich ist allerdings, ob sie sich so oder so ähnlich auch wirklich zugetragen haben. Fest steht, etliche Geschichten entsprangen seiner puren Fantasie und gipfelten in der Krönung zum König von Albanien. 1912 wurde das Königreich Albanien ausgerufen, jedoch hatte der nun anerkannte und unabhängige Balkanstaat noch keinen König. Die schmale Elite des jungen Königreiches entschied sich für Prinz Halim ed-Din, auch Halim Edin, Neffe des letzten osmanischen Sultans. Mehmet Rezat, dessen Mutter Kadin Efni Albanerin war,
Man erhoffte sich, dass das Gros der Bevölkerung einem muslimischen Monarchen folgen würde. Denn nach 400 Jahren osmanischer Herrschaft waren viele Menschen der heutigen Regionen Kosovo und Albanien zum Islam konvertiert. Angeblich durch einen Zeitungsartikel erfuhr Otto Witte von der albanischen Monarchenwahl. In der Gazette war auch ein Bild des künftigen Königs abgebildet. Otto fand, dass er dem kommenden Monarch unglaublich ähnlich sehe und fasste einen Plan. Er wollte nun der König von Albanien werden. Gemeinsam mit seinem Freund und Begleiter Max, Max, der immer seinen Vornamen behielt, aber seinen Nachnamen häufig wechselte, bereitete er ein Coup vor. Sie besorgten sich orientalisch wirkende Fantasieuniformen, telegrafierten ihre Ankunftszeit, um pompös in Empfang genommen zu werden. Laut den späteren Erzählungen zogen sie in Albaniens Hauptstadt ein, Witte wurde gekrönt und trat sein Amt an für 5 Tage. Der falsche König nahm militärisch Paraden ab, traf Entscheidungen und vergnügte sich im eigenen Harem. Bescheiden war sein Regierungsstil seinen Äußerungen nach nicht. Und in vielen Zeitungen verschiedener Länder habe es Berichte über den neuen albanischen König gegeben. Das las dann auch der eigentlich für den Posten vorgesehene Neffe des Sultans. Dass diese Schwindelei in jedem Fall zügig auffliegen würde, war auch Witte und Max klar. Also suchten sie nach 5 Tagen das Weite. Die Bauhausschule Dessau war ein Ort für viele Kreative. Auch hier finden sich Spuren in den Orient. Der in Konstantinopel geborene und im damaligen Jugoslawien lebende Selman Nagic kam 1929 zum Studium an das Bauhaus. Der gelernte Möbeltischler war ein kommunistischer Muslim. Später war Selman Nagic in der DDR von 1950 bis 1970 Professor an der Kunsthochschule Weißensee. Hier lebte der Geist vom Bauhaus weiter. Das Projekt unter Schirmherrschaft von Staatssekretärin Susi Mörbeck, Integrationsbeauftragte des Landes Sachsen-Anhalt, entstand mit großer finanzieller Unterstützung. Wer mehr wissen will, was zwischen Mitteldeutschland und dem Orient passierte und passiert, dem sei das Buch empfohlen. Leider ist das Buch nicht käuflich im Buchhandel zu erwerben, aber in der Magdeburger Stadtbibliothek steht es zur Ausleihe bereit.